Das ist ganz eine spezielle Biene. Eine rote Wespenbiene. Sie sind weltweit verbreitet. In Mitteleuropa kennen wir etwa 90 Arten. Und es sind Kuckucksbienen. Das heißt, sie bauen nicht eigene Nester, sondern sie legen ihre Eier in die Nester von anderen Bienen. Und man sieht auch gut die Mischung. He? Vorne Biene und hinten Wespe, also die Teile. Sie sind ganz speziell, ja. Und das Hinterteil, das ist bei allen immer farbig. Also rot, blau. Ja, es gibt unterschiedliche. Das ist ein Malwendig-Kopffalter. Ja, und mit ihm hatten wir einige Probleme. Er ist ein hübscher Kerl. Aber er hält sich einfach nicht an unseren Vertrag. Ja. Er vergnügt sich hier auf einer Blume. Ja? Und lässt sich viel Zeit. Aber er hat Hunger. Diese Falter haben es gerne warm und trocken. Und es gibt sogar zwei Generationen pro Jahr. Und die Raupen, die fressen eben Malvengewächse. Daher kommt der Name. Eine wunderschöne rote Heidelibelle. Sie ist die häufigste Art in der Schweiz von den Heidelibellen. Die Heidelibelle ist die häufigste von den Heidelibellen. Es gibt unterschiedliche Heidelibellen. Ach was? Ja. Rote und blaue. Große. Und wahrscheinlich, glaube ich, noch eine gemeine. Ah nein, die ist nicht gemein. Schau mal, wie schön, die großen Augen. Ja, und die Nase. Ja. Und sie haben ein ganz starkes Mundwerkzeug. Ja, und sie lächelt. Also ein perfekter Schauspieler für uns. Das war das Männchen und hier ist das Weibchen. Sie gehören zu den Segellibellen, habe ich das schon gesagt? Nein. Okay. Also sie besitzen ein Boot, nehme ich an, um zu segeln. Ich denke, es sind die Flügel. Ja, sie lächelt auch. Ja? Sieht fast so aus, ja. Sie sieht unsere Kamera, das schwarze Pupille kann man ja nicht sagen, aber der schwarze Fleck ist wieder auf uns gerichtet. Ja. Und ja, sie lächelt. Schau. Und die kurzen Flügel, Fühler, die kurzen Fühler und die Haare, die kleinen Härchen dort, die dienen zur Überwachung der Geschwindigkeit und für die Bestimmung der Geschwindigkeit. Im Flug, hä? Ja. Und sie sind gute Jäger. Und sie fressen sämtliche Insekten, die sie erwischen. Mücken, Fliegen. Alles. Alles. Diese schaukelt gerne. Er hat etwas erwischt. Er hat etwas gefunden. Ja. Das ist vermutlich ein junges Männchen oder so etwas. Ich denke, ja. Noch nicht fertig ausgefärbt. Ja. So wie es aussieht. Den Hinterteil richten sie, wenn es
heiß ist, immer gegen die Sonne, das verringert die Sonneneinstrahlung und ein Überhitzen des Körpers. Wunderschöne Aufnahme. Sie haben so schöne Farben. Und auch hier, man kann, ja, sie hat schon wieder, oder er hat schon wieder etwas gefunden. Ja. Auch hier immer sehr präzise auf das Ästchen zurückgeflogen. Und hier wechseln wir zu einem kugeligen Marienkäfer. Ich finde den Namen, der stimmt nicht ganz, weil er ist nicht so kugelig. Ja, und auf Schweizerdeutsch sagt man ja auch Hemugügeli. Genau, ja. Man sagt ihnen auch ein Pappelmarienkäfer. Er ist klein, etwa bis 3 bis 5 Millimeter lang. Und sie leben im Wald oder in der Nähe vom Wald und überwintern dann in der Baumrinde. Und das ist ein schöner, kleiner, schwarzer Käfer. Ja. Und? Ich denke, es ist ein Glanzkäfer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das Einzige, das glänzt, ist der Kopf. Der Rest ist matt. Ja, aber es gibt ganz verschiedene Arten in Europa. Etwa 250. Und sie sind in der Regel so zwischen 2 und 6 Millimeter lang. Ja, und das war ein kleiner hier, also vielleicht 3 Millimeter oder so. So klein und alles ist beweglich und steuerbar. Also wenn der ganze Käfer 3 mm ist, jetzt kann man sich etwa die Größe ausrechnen eines Auges oder eines Fühlers. Ganz extrem. Ja. Und hier glänzt er sogar. Ja, ja. Eingefettet oder so. Aber schön, schwarz-gelb. Hä? Mhm. Das ist eine Kohlwanze. Es gibt sie gelb-schwarz, es gibt sie aber auch rot-schwarz. Je nach Mode und Saison nehme ich genau, an. Genau, ja, ja. Sie sind in ganz Europa weit verbreitet und sie gelten als Schädling. Weil sie fressen Kohl. Sie haben gerne Kohl, ja. Und sie überlegt sich, warum sie hier keinen Kohl hat. Genau. Der große Denker. Oder sie überlegt sich, Kohl ist auf Berndeutsch Kabis. Kabis, ja. Genau. Ja. Ja, sie überlegt sich alles sehr gut. Das ist eine nervöse kleine Furchenbiene. Auch super klein. Das, die war auch so vielleicht 3-4 Millimeter. Ja, ja. Und das war's. Bis später. Bis dann.